Fröhliche Ostern überall, tönt es durch die Lüfte, froher Schall. Osterhase hüpft durchs hohe Gras, das macht uns allen Riesenspaß. Er füllt die Nester mit bunten Eiern, dann können wir so richtig feiern. Osterbaum, Osterstrauch, das ist unser alter Brauch. Fröhliche Ostern und ein frohes Fest. Jeder bekommt ein Osternest. Ob große Leut, ob Kinderlein, wir machen uns heut fein. Fröhliche Ostern und ein frohes Fest. Jeder bekommt ein Osternest. Dieses Lied stammt von HDJ. La 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 la. Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen-WG. Heute geht es um Ostern. Ich wünsche euch viel Spaß. Hurra, heute ist Ostersamstag. Ich freue mich. Wir machen Osterfeuer. Toll, freue mich, prima. Ja, richtig, Norbert. Helf mal eben die Äste und Sträucher auf unser Acker zu ziehen und aufzuschichten, jawohl. Ja, das mach ich, freue mich. Wo ist denn Elfriede? Elfriede ist bei den Nachbarn, jawohl. Wir kriegen heute eine neue Henne, ja. Und toll, freue mich, eine Henne, prima. Ja, komm, nun helf endlich mal. Ein paar Stunden Lorte. Ja, wo sind denn die Mannlü allwehe? Hey, Norbert, Jocke, kommt her! Norbert, Jocke, kommt her, wo seid ihr denn? Satan-Düwe, komm her! Ja, wir kommen schon! Ja, wir sind unterwegs! Was hast du denn da im Korb, Elfriede? Was ist das denn? Ja, ist ja groß, der Korb. Was ist da drin? Ist da Essen drin? Oder ist da Bier drin? Ich liebe Bier. Nein, das ist bestimmt das Huhn, oder? Ja, das ist der Huhn. Ja, der hab ich kriegen. Der heißt Henriette. Das ist ein polnischer Huhn, jawohl. Ach so, okay. Legt die denn auch Eier? Viele Eier? Jo, bunte Eier, jawohl. Bunte Eier, ja toll, brauchen wir gar nicht färben. Und der Osterhase hat weniger zu tun. Osterhase, aha, okay, ja. Ja, wir feiern doch Ostern nach der Göttin Ostara. Ja, das ist eine alte Göttin der Fruchtbarkeit. Das symbolisiert nämlich die Eier und den Hasen. Das ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Und das Feuer, das Osterfeuer, machen wir deswegen, um den Winter zu vertreiben. Das ist ein alter Brauch, ein alter ostfriesischer Brauch. Auch auf den Inseln wird Osterfeuer aufgeschichtet, aber das war auch damals dazu da, damit die Seeleute wieder nach Hause finden nach der Waljagd. Die haben früher Wale gejagt und damit sie im Dunkeln wieder nach Hause finden, ohne irgendwo gegenzufahren und zu versinken, wurde überall dort auch Osterfeuer gemacht. Ja, erzähl du mal weiter, HDJ. Ja. Okay, dann zeig uns mal Henriette. Ja, hier, da ist er. Hey, Mui, wie ist was Besonderes, ne? Ja, schön sieht sie aus.
total, freue mich schon auf die Ostereier. Ja, ja. Topse, 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 tak, 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 bak, bak. Oh, hör mal, sie spricht Polnisch, wie witzig, ihr Maul. Oh, Kiepenmaul, wozu du mockt? Sie legt ein Ei, kick doch mal. Ja, wahrlich, sie legt ein Ei und es ist. Ja, es ist bunt. Erstaunlich. Ja, klasse, freu mich. Bunte Eier, klasse. Okay, Elfriede, dann bring Henriette mal im Stall zu den anderen. Ostereier können wir ja später noch essen, jawohl. Ja, dat mag ich denn, mein Leif, na jo. Okay, und dann können wir schon mal beginnen, das Osterfeuer anzuzünden. Ja, prima, dann kann ich ja noch mein Ritual durchführen. Ein Ritual? Ja, ein magisches Ritual zu Ehren von Ostara. Für den Frühlingsbeginn, für Ernte und Wohlstand. Und für Glück, jawohl, für alle Leute. Ein magisches Ritual. Okay, das ist ja prima. Hab ich noch nie gehört, das? Naja, lass dich überraschen. Ja, okay, jetzt mal los, jetzt lasst uns das Feuer entzünden. Wir müssen das schon mal alles vorbereiten und wenn Elfriede da ist, entfachen wir das Osterfeuer. Ja, und dann gibt's Bier, ne? Dann trinken wir doch Bier, oder? Ja, wir trinken Bier und Korn und ja, dann essen wir Bratwurst. Oh, klasse, freu mich. Mit Brot und Ketchup? Ja, und Senf. Ah, okay. Dann lasst uns mal beginnen. Ja, los! Ja, bin halt da. Komm, denn mal los, ne? Ja, denn mal los. Okay, liebe Leute. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ihr könnt jetzt abschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag und einen schönen guten Abend und ein wunderschönes Wochenende. Und feiert schön Ostara. Viel Spaß und macht auch ein Ritual. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja, du quatsch nicht so lange. Komm her, wir wollen weiter feiern. Ja, ich kann euch auch noch ein Lied singen. Oh Gott, bewahre. Ja, oh Hilfe, HDJ will wieder singen. Ja, nur so ein bisschen. Tschüss. Fröhliche Ostern überall, tönt es durch die Lüfte, froher Schall. Osterhase hüpft durchs hohe Gras, das macht uns allen Riesenspaß. Er füllt die Nester mit bunten Eiern, dann können wir so richtig feiern. Osterbaum, Osterstrauch, das ist unser alter Brauch. Fröhliche Ostern und ein frohes Fest, jeder bekommt ein Osternest. Ob große Leute, ob Kinderlein, wir machen uns heut fein.